Ich habe keine Ahnung, was damit natürlich passiert, aber wir hoffen einfach mal auf das Schlimmste. Ich meine, ich habe ja damit gerechnet, dass es katastrophal läuft, aber nicht so katastrophal. Suppression of Sephiroth's Core required. Wait, what? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir haben ja letzte Mal das Central Command Team freigeschaltet und dabei dann auch noch unsere schöne Letizia hier und das kleine Punishing Bird. Und ja, wir haben uns auch versucht mit Dusk anzulegen, was nicht so gut funktioniert hat, aber nichtsdestotrotz soll uns das nicht daran hindern, es erneut zu versuchen. Auch wenn wir hier noch eine kleine Umsortierung vornehmen. Nämlich Asuka kommt auch hier runter und die bekommt dann auch mal eine andere Rüstung an, weil sie sich ja um Letizia kümmern wird. Sollte dann irgendeine Rüstung sein, die den schwarzen Schaden ein bisschen verringert? Ich meine, ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig was passieren wird, aber ja, sie bekommt einfach mal den hier angezogen. Das ist der vom schreienden Baby. Ich glaube, wir könnten auch noch ein bisschen schwarzen Schaden, ehrlich gesagt, hier unten gebrauchen, aber ich glaube, das verschieben wir eher auf ein anderes. Ich habe mir auch gedacht, wenn wir nochmal das grüne Dusk bekommen sollten, werden wir wahrscheinlich eher geschlossen dagegen vorgehen. Das heißt, wir werden alle Mitarbeiter an einen Ort ziehen und dann mal schauen, dass die alle zusammen auf ein Ding draufgehen. Ich denke mal, da werden wir uns von unten nach oben vorarbeiten, weil der Vorteil ist, wenn wir uns unten versammeln, können die Mitarbeiter, die nicht ganz so stark sind, sich, sag ich mal, da so ein bisschen verschanzen, falls da welche von diesen anderen Dingern hinkommen. Und ja, das einzige Problem, was wir halt wirklich haben, ist mit dem Big Bird, weil der dann früher oder später ausbrechen wird, wenn überall anders Chaos stattfinden wird. Aber da müssen wir nochmal schauen. Ja gut, ansonsten würde ich sagen, Beginn Management Tag 21. Versuchen wir es nochmal. Asuka geht natürlich zu Letizia und ja, irgendwer kann hier auch zu dem Punishing Bird, dass das nicht direkt ausbricht, wobei das an sich auch nicht so schlimm ist. Und ja, zum Big Bird wollen wir auch jemanden schicken. Das ist Isabel. Einfach um da noch die Punkte zu bekommen für die Ausrüstung und zur Wespe kann man das auch machen, aber ich würde sagen, das machen wir eher, wenn die in Meltdown geht. Und ansonsten versuchen wir die Leute ganz normal zu leveln. Kriegen wir direkt einen Meltdown beim Baby. Das ist aber kein Problem. Da kann sich Victor vielleicht nicht drum kümmern. Da kann sich Gustavsson drum kümmern. Der andere Meltdown ist beim Mörder und da kann sich gleich auch irgendwer drum kümmern. Wir schauen einfach mal. Jetzt ist das Baby direkt in den Meltdown gegangen, ehrlich. Ganz ehrlich, hier sind gerade sehr viele Mitarbeiter. Ich schaue einfach mal, weil ich meine, die sind ja auch alle mit bei dem Random-Ding dabei. Und wir haben eine sehr hohe Chance, dass keiner von uns getroffen wird. Und wenn einer von uns getroffen wird, starte ich einfach sofort neu, weil ich möchte nicht den ganzen Tag mit diesem Geschrei verbringen. Ja, danke dafür, Gamma. Wir danken dir für dein Opfer. Herzlichen Glückwunsch. So, dann gibt das auch Ruhe. Vielleicht schicken wir nächstes Mal einfach wieder Frank dahin, auch wenn das weird war, dass das direkt aus, also so ein schlechtes Ergebnis war. Naja, es wird gleich auch The Fruit of Understanding kommen. Schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Da ist nämlich schon. Schnappt sie euch. Hier oben haben wir nur Marinelle, die sie sich schnappen könnte. Und die ist, glaube ich, nicht ganz darauf vorbereitet. Warte mal, wovon kriegt ihr denn am meisten Schaden? Von Weißen. Geh einfach mal dahin, mach deine Arbeit und... Oder wir schicken noch ein paar vom Training-Team vielleicht auch hoch. Oder vom Safety-Team. Ne, vom Training-Team, war richtig. Eugene zum Beispiel geht dann einfach da hoch und unterstützt sie ein bisschen und Paulinus auch, die anderen schaffen das da unten schon. Wir wollen ja nicht noch mehr random Mitarbeiter sterben lassen, deswegen geben wir denen mal ein schwarzes Schutzschild. Und Marinelle genauso. Oh, Charlotte ist auch direkt mit dabei. Ja, easy. Easy, easy. Und ansonsten kommen gleich wieder die Obelisken als Nun.
Was wieder Kacke ist. Ich wünschte mir wirklich, es wird was anderes kommen, weil ich habe ansonsten echt Probleme mit dem Blackbird. Oder dem Big Bird, wie auch immer. Oh, naja, was soll man machen? Dann können wir die ganzen Mitarbeiter schon mal in anliegende Räume schicken. Ich weiß nur echt nicht, letztes Mal hatten wir ja Glück mit dem Big Bird, dass das nicht direkt ausgebrochen ist. Auch wenn es kurz darauf ausgebrochen ist. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was wir machen, wenn die Obelisken kommen und es ausbricht. Wir müssen uns eigentlich auf jeden Fall zuerst um die Obelisken kümmern. Das Problem ist, ja, das Big Bird darf man nicht zu lange unbewacht lassen, weil ansonsten Mitarbeiter dahin gehen, um zu sterben. Also ja, es ist irgendwie Kacke. So, dann haben wir jetzt alle weggeschickt. Dann probieren wir es jetzt einfach mal. Attachment, Marinelle, schnapp ihn dir. Das Big Bird ist noch nicht ausgebrochen. Das heißt, ich würde fast sagen... Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Safety Team, kümmert euch hier von dem Ding und vom Control Team. Information Team, das vom Safety Team. Control Team, das vom Training Team. Ihr könnt euch, glaube ich, um euer eigenes Ding kümmern, weil... Ja, ihr habt, glaube ich, genug Leben und dann kann das Training Team sich um das hier kümmern. Ich glaube, das ist so ganz gut aufgestellt und jetzt müssen wir nur gucken, dass nirgendwo mehr random Mitarbeiter sterben. Was machen die für einen Schaden? Schwarz, naja. Das heißt, so wie der hier und der hier oben, die bekommen alle Schutzschilder und hoffentlich gehen die Dinger schnell genug kaputt. Und du auch? Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Das Big Bird ist sogar nicht ausgebrochen. Das heißt aber, wir müssen hier auf jeden Fall jetzt den Clifford-Counter hochtreiben. Bevor... Ja... vor Dusk kommt, weil da wird auf jeden Fall irgendwas ausbrechen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt erstmal ein bisschen aufs Big Bird. Also da wird nichts ausbrechen, da werden halt Employees sterben, das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, wir wollen beim Big Bird auf jeden Fall einen höheren Clifford-Counter wieder haben. Wenn wir Glück haben, ist das Ergebnis jetzt auch gut. Und dann können wir nach dem nächsten Meltdown noch zweimal das machen und haben dann wieder einen Clifford Counter von 5. Wenn beide gut laufen und das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja, und dann können wir die Leute auch erstmal wieder woanders reinstecken. Denn leveln müssen sie nichtsdestotrotz. Die Wespe ist in einem Meltdown und das... Ja, sollte Isabel eigentlich auch schaffen. Das Herz kann sich vielleicht mal ja, eigentlich am besten Samuel holen, aber das ist gerade zu Gange, also schnappt sich Julian es. Die Singing Machine, da machen wir eine Repression von Pansy. Wer hat hier nochmal keine Waffe? Das ist Christopher, okay, der kann das auch übernehmen. Hier unten kann Brooklyn und hier müssen wir wieder aufpassen. Wir schicken da Mika rein, schauen aber, dass das sofort abgebrochen wird. Und hier unten haben wir auch einen Meltdown. Das ist aber auch easy. Da kann Asuka nämlich direkt nochmal wieder rein. Dann haben wir, glaube ich, alles abgedeckt. Und das kommt sogar nicht beim nächsten Mal. Das heißt, wir haben sogar noch mehr Chancen, das hier hochzuleveln. Oh, vollständiges Ergebnis bei der Wespe. Ist ja wunderbar. Gut gemacht, Isabel. Punishing Bird ist ausgebrochen. Ja, lass die mal ein bisschen rumtoben, ruhig. Das ist nicht so schlimm. Wir wissen ja, dass das früher oder später immer mal wieder passiert. Diese Geräusche wieder. Es ist wunderbar einfach. Ich liebe das Punishing Bird. Ich weiß nur immer noch nicht, warum es nicht Punishing Bird heißt. Wie haut das denn so auf Asuka drauf? Ja, ist auch völlig in Ordnung. Das kriegt da nichts kaputt. Wir haben schon wieder einen Meltdown hier oben beim Baby. Und diesmal... Gustavsson müsste das eigentlich genauso hinkriegen wie jeder andere. Ja, komm, wir schicken da mal Mika rein. Mika ist nämlich noch ein bisschen geübter im Instinkt. Gut, wir kriegen gleich Orange Dusk. Ist jetzt natürlich wieder doof, weil wir damit nichts anzufangen wissen. Und ich weiß echt nicht, wie ich da die Mitarbeiter positionieren soll. Ich glaube, ich versammle die trotzdem mal vorher alle am gleichen Ort. Das Big Bird ist jetzt immerhin wieder auf vollem Clifford Counter, das ist schon mal gut. Das heißt, hoffentlich müssen wir uns da nicht so viele Sorgen drum machen, weil wir haben auch nicht mehr viele random Mitarbeiter tatsächlich. Ich glaube, da können gar nicht mehr genug sterben, als dass das Big Bird dann ausbrechen würde. Ich habe übrigens mal nachgelesen, was diese random Mitarbeiter überhaupt bringen.
Die verschiedenen Abteile geben ja verschiedene Boni. Das hat, ja, kann man, glaube ich, auch nirgendwo direkt nachlesen. Aber keine Ahnung, im Safety-Team zum Beispiel haben sie, glaube ich, mehr HP oder so, greifen auch ein bisschen schneller an. Ich weiß nicht, irgendwie solche Sachen. Und je nachdem, wie viele Mitarbeiter, also von den Random-Mitarbeitern da drin sind, desto höher sind wohl diese Boni, die die geben. Aber ansonsten haben die nur den Aspekt, das Spiel schwieriger zu machen. Also, ja, ich glaube, da finde ich es tatsächlich besser, wenn die weg sind. Und später, wir haben ja hier unten, sehen wir ja schon, Execution Bullets. Die kann man halt auch auf die Random-Mitarbeiter anwenden und es wäre halt auch eine gute Taktik, davon einfach ein paar zu töten durch die Execution Bullets, weil bei Big Bird zum Beispiel geht der Clifford Counter durch die Execution Bullets tatsächlich nicht runter und ist dann wahrscheinlich besser, wenn man davon weniger hat. Dann hat man weniger Probleme, wenn sie auf andere Weise sterben, weil dann einfach nicht mehr so viele da sind. Aber ja, ich würde einfach mal sagen, wir versammeln alle hier unten in diesem kleinen Räumchen, weil ich glaube nicht, dass es eine ähnliche Abnormality gibt wie die Obelisken. Aber man weiß ja nie, deswegen sind so kleinere Räume wahrscheinlich besser und dann können wir geschlossen gegen Dusk vorgehen. Oder wenn wir uns sagen, okay, das sieht sehr böse aus, wir lassen es komplett sein, dann lassen wir es komplett sein. Ja, das ist da unten jetzt ein bisschen crowded. Unsere gute Dia ist noch da, die muss... Okay, die hat jetzt, glaube ich, auch schon generiert, dann kann die auch hier runter. Und dann können wir eigentlich sagen... ein Insight von Marinelle. Ist das Marinelle? Ne, wer ist denn da noch? Das ist Samuel. Ist auch gut. Insight von Samuel zum Totenschädel. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Food Chain. Ist das nur ein Ding? Sind das mehrere? Das sind mehrere. Okay. Ich würde sagen... Wir schnappen uns erstmal das hier drüben. Und da können wir auch erstmal gucken. Es macht roten Schaden. Es ist empfindlich gegen roten Schaden. Also am meisten, wenn wir jetzt von dem blauen absehen. Weil dagegen sind sie irgendwie alle empfindlich. Ja gut, dann schnappt euch doch einfach mal das hier. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass da zuerst jemand sein wird, der es auch tanken kann. Ich habe keine Ahnung, was damit natürlich passiert, aber wir hoffen einfach mal auf das Schlimmste. Also wir hoffen nicht drauf, aber wir gehen davon aus. Das Control-Team möchte ich ehrlich gesagt nicht dahin schicken. Wobei, es macht roten Schaden, da könnte man zumindest die mit 50 HP hinschicken. Habt ihr auch Ranged Weapons? Christopher nicht. Julian schon. Julian kann dahin. Charles auch. Die anderen bleiben mal da und hoffen, dass die Food Chain nicht zu ihnen kommt. Aber das sieht eigentlich sehr gut aus. Victor has died? What the fuck? Das war ja instant. Ihr kriegt mal ein paar rote Schilder hier rein. Wie viele sind da gerade gestorben und warum? Da sind auch mega viele am Paniken, aber ich glaube, das lag eher daran, dass die anderen gestorben sind. Ich meine, ich habe ja damit gerechnet, dass es katastrophal läuft, aber nicht so katastrophal. Das Problem ist, jetzt ist auch Big Bird ausgebrochen. Ich glaube, ja. Versucht euch mal, das hier unten zu schnappen. Aber nur die beiden Sniper. Alle anderen gehen einfach mal in ihre Abteile zurück, wenn ihr da irgendwie hinkommt. Und wir schauen mal, ob Big Bird irgendwie noch was... Ja, I don't know. Die Food Chain kann sich anscheinend auch teleportieren. Und es kommt The Perfect Food dabei raus. Ich weiß nicht, wo meine Jungs gerade hinlaufen. Aber schnappt euch vielleicht erstmal... Man darf die nur in großen Räumen battlen. Und dann auch nur auf absoluter Range. Das heißt, dafür brauchen wir die Sniper. Haut da ab, bitte. Eieieiei. Punishing Bird broke loose. Hier oben geht eine richtige Party ab. Das Problem ist, die sind in keinem wirklichen großen Raum. Ich weiß gar nicht, wie wir dagegen vorgehen können. Frank?
Kümmer dich mal bitte um Mika. Die soll hier nicht so viel Chaos verbreiten. Und dann vielleicht auch noch um Gustafsson. Die sind zwar nicht sehr hilfreich gerade, aber... Wobei Mika könnte eigentlich theoretisch mit. Wir können uns mal das hier oben schnappen vielleicht. Das ist, glaube ich, gerade an einer ganz guten Position. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir da nicht zu nah dran gehen. Wie Gustafsson zum Beispiel, der macht schon alles falsch. Und Mika, du kommst da eh zu spät rein. Okay, die Taktik bei dem ist dann, glaube ich... Ich meine, ich glaube, das ist relativ einfach. Es ist nur sehr... Es dauert nur sehr ewig, die zu besiegen. Die Taktik... Ich weiß gerade nicht, ob die Abnormalities ausbrechen wegen dem Perfect Food Ding da, also dem der Food Chain. Weil ansonsten ist das nämlich so, wir warten zum Beispiel, bis das einfach hier in so einem Raum ist. Picken die dann einfach dahin. Gregory, was ist dein Plan? Geh doch nicht so nah dran. Gregory, geh vielleicht auch mal hier oben hin, dann kannst du dich ein bisschen healen. Wo ist Frank? Frank, geh mal zurück hier in dein Apartment. Department, whatever. Also es brechen auf jeden Fall alle aus, das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nur nicht, ob das daran... Ja, das wird wahrscheinlich an der Food Chain liegen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich meine... Ich will einfach mal gucken, ob die beiden das tanken können. Sie kriegen jetzt auch noch ein rotes Schild. Es macht so viel verdammt viel Schaden, aber sie können vielleicht tanken, also... Ja, kannst du dich mal kurz noch darum kümmern, Gregory. Sehr schön, und dann healt euch mal ein bisschen hier im Training-Team hoch. Dann gehen wir die jetzt nacheinander ab. Weil mich würde interessieren, ob die Quest zählt, auch wenn ich, sag ich mal, den Tag retrye. Wenn ich es denn überhaupt besiegt bekomme. Aber ich glaube, es sind nur noch 3 Stück, oder? Da unten ist einer, hier ist einer. Das einzige Problem ist das Big Bird und die anderen Viecher, die halt auch die ganze Zeit ausbrechen. Welches schnappen wir uns denn als nächstes? Vielleicht... Ja doch, wir müssen uns eigentlich das hier nebenan schnappen. Ich meine, das Problem ist, Frank zum Beispiel kriegt jetzt auch das vom Big Bird ab. Oh, Alter, warum kann ich die nicht steuern? Frank! Geh bitte hier rüber. Und Gregory, hau am besten auch ab. Ihr habt das ja genug geschwächt. Frank! Du sollst hier rüber gehen! Hallo! Ich weiß nicht, warum die nicht auf mich hören. Frank, geh mal in dein Apartment zurück hier. Und jetzt geh bitte hier hoch. Weil da unten ist nämlich das Big Bird, das gefällt dir nicht so sehr. Healt euch da erstmal. Das Big Bird kommt jetzt leider auch auf euch zu. Aber macht nichts, wir können das umlaufen. Wir laufen als erstes hier runter. Das ist eigentlich ziemlich perfekt gerade. Schnappt euch das hier. Big Bird will wieder kommen, geht hier hoch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade auf Frank oder sonst was abzielt, aber wir umlaufen es einfach weiterhin. Geht ins Control Team. So, wir haben jetzt noch 2 Stück. Eins ist hier unten, das könnte euch vielleicht mal eben schnappen. Wenn ich es denn ausgewählt bekomme. Weil irgendwie ist da ziemlich viel anderes gerade im Weg. Ja, egal, geht auf jeden Fall mal hier runter. Es ist schon wieder weg, wo ist es jetzt hin? Ich hoffe einfach mal, ist es das hier oben. Ihr schnappt euch auf jeden Fall mal das hier oben. Und jetzt geht bitte nicht einfach weg, sondern schnappt euch auch noch die anderen hier. Leute, bitte, bitte alle. Ja? Bitte alle hier. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen. Das letzte auch noch. Sonst arbeitet ihr doch auch immer so automatisch. Meine Güte. So, und jetzt, das Big Bird kommt gerade ins Control Team. Wo ist das letzte?
da unten. Das heißt, ihr könnt sogar tatsächlich zurück in euer Team gehen. Und das hat sogar gar nicht mal so viel mehr Leben. Jetzt macht noch bitte die anderen platt. Warum ist das so schwer zu verstehen? So, wir haben es tatsächlich besiegt. Aber ich werde so auf jeden Fall nicht den Tag continuen. Das heißt, ja, wir schauen mal, ob, wenn wir Retry the Day machen, die Quest trotzdem zählt. Das wäre schön. Aber man weiß es nicht. Und die andere Sache ist, ich weiß halt nicht. Ich glaube, der Dusk hat tatsächlich alles ausbrechen lassen. Was halt doof ist. Ja, es gibt auf jeden Fall gerade nicht viel zu tun, außer Beginn Management. Und natürlich hat die Quest nicht gezählt. Hätte mich auch gewundert, wäre schön gewesen, aber naja. Aber ja, sollte der Dusk nochmal kommen, werde ich mich nochmal mit dem battlen, weil ich glaube, den könnte man schaffen. Ich weiß nur nicht, ob der halt dafür verantwortlich war, dass die Sachen ausgebrochen sind. Aber wenn nicht, dann sollte das easy sein. Die Sache ist, ich weiß nicht, was sonst eventuell dafür verantwortlich war. Wobei, ich glaube, wenn halt viele Employees sterben oder wenn halt die Trumpets ertönen, hat das, glaube ich, auch eine Wahrscheinlichkeit, dass was aufbrechen kann. Von daher, ja, wir müssen einfach mal schauen. Weil in der Theorie könnten wir einfach alle Employees in ihren Räumen stehen lassen hier, in den Haupträumen. Da kommen die ja eh nicht hin und dann machen unsere beiden Sniper einfach die Arbeit. Die haben das ja locker alleine hinbekommen. Das war ja gar kein Problem. Und das trotzdem ganz im Chaos, was da abging. Also ja. Da haben wir the perfect food. Passenderweise. Und wir schauen mal. Ich weiß auch ehrlich nicht, ob wenn jetzt ein anderer das kommt als einen, den ich noch nicht kenne, ob ich dann überhaupt dagegen vorgehen will. Weil irgendwie will ich auch mal die Tage beenden. Aber ja. Das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Oh, hier unten kümmert sich ja gar keiner drum, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen schlecht, weil Dia ist da ein bisschen alleine auf sich gestellt. Training Team kann da mal zur Hilfe kommen und Dia kriegt noch eine Bullet als Schutz. Okay, jetzt sind sie sogar woanders hingewandert. Sind sie oben beim Control Team? Das kann mal eben das Safety Team übernehmen, die sind schneller da. Und damit hat sich das auch schon erledigt. Nun wird gleich wieder die Kettensägen. Die sollten an sich kein Problem sein. Und ich glaube, bis auf das Control-Team kann da auch jedes Team sich um sein eigenes kümmern. Bei dem Schaf war ein schlechtes Ergebnis. Ist das irgendwie schlecht? Anscheinend dicht. Naja. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, ich glaube, das Control-Team geht am besten zum Safety-Team rüber. Und dann stecken wir Marinelle hier mit dem Inside rein und dann schauen wir mal. Da oben kann sich direkt das Safety-Team draufstürzen. Hier unten ist auch einer, das schnappen sie sich auch direkt, die drei. Training-Team schnappt euch das hier. Und Information Team. Beim Information Team muss ich ein bisschen auch aufpassen, aber sollten sie eigentlich auch gebacken bekommen. Wogegen sind die denn empfindlich? Gegen schwarzen Schaden? Das hat das Safety Team, das Information Team tatsächlich nicht so viel, aber sollte trotzdem kein Problem sein. Da werden jetzt Mitarbeiter sterben, das kann ich aber auch nicht verhindern. Die sind viel zu schnell tot. Aber wir sollten hier auf jeden Fall mal ein paar Schutzschilde verteilen. Vor allen Dingen, wenn die hier alle so gedrubbelt stehen. Haben die das schon geklärt oder? Ach ne, der steht hier. Eieiei. Da wird direkt gesägt. Okay, das schien easy enough gewesen zu sein. Jetzt haben wir nur noch das vom Control Team. Und da können sich eigentlich das Training Team und Safety Team drum kümmern. Die sind nämlich jetzt alle wieder geheilt. Geben wir auch nochmal eine Bullet ab. Und dann haben wir das auch schon. Okay. Control Team, dann könnt ihr auch zurück in euer Team.
Isabel, mach ein Attachment beim Big Bird, dass der Cleave-Off-Counter wieder ein bisschen hochgeht. Und dann warten wir mal ab. Das Punishing Bird ist schon wieder weg. Ich weiß auch nicht, was damit ist. Warum läuft das hier so schlecht? Das war richtig close. Ist hier das klar, Marinelle? Es kommt gleich wieder der orangene Dusk. Und ich glaube, damit probieren wir es doch dann auch nochmal. Aber ich sage auch schon mal im Voraus, sobald ich irgendwie merke, dass... Ja gut, wir haben jetzt wieder sehr viele Mitarbeiter, ist das Problem. Das heißt, wahrscheinlich wird das Big Bird ausbrechen. Ja, also sobald ich merke, dass irgendwas ausbricht, werde ich, glaube ich, den Tag sofort beenden. Kriege ich zwar weniger Lob-Points, aber naja. Ich glaube, das ist dann in dem Fall der klügere Zug. Weil ich möchte auch mal wieder einen Tag abschließen. Mit Dusk können wir uns auch immer noch an anderen Tagen beschäftigen. Also sonst schicke ich ja eigentlich immer ein Low-Level irgendwo rein, aber ich glaube, dieses Mal schicken wir ein High-Level irgendwo rein, der dann gegebenenfalls auch überlebt, zurückzukommen. Oder einfach mal sagen, hier zum Santa kann Dia dann nochmal rein. Das erste, worum die sich hier kümmern, ist hier unten das Ding. Haben wir eigentlich sonst noch irgendeinen Scharfschützen? Ich glaube fast nicht. Niemand, der so ultra weit schießen kann, wie die anderen. Denn die haben alle sonst nur Pistolen oder Nahkampfwaffen. Mit Nahkampfwaffen dürfen sie da auf gar keinen Fall dran und die Pistolen sind auch nicht weit genug. Wir müssen auf jeden Fall Isabel hier hochschicken zum Big Bird. Dass sie das noch ein bisschen beruhigt. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber... Andere Möglichkeit haben wir da gerade nicht. So, das erste ist auf jeden Fall schon mal weg. Und da ist direkt noch einer. Der zweite ist auch weg. Und jetzt müssen die beiden aber erstmal ein bisschen Leben generieren. Wir haben noch drei Stück, aber es scheint nicht so, dass irgendwas da wirklich ausbricht. Wir können Isabel hier nochmal hochschicken, dass der Cleave-Off-Counter ein bisschen höher geht. Und aus irgendeinem Grund haben wir jetzt auch schon wieder normale Musik. Ich glaube aber, alle random Mitarbeiter sind jetzt tatsächlich schon tot. Ich sehe zumindest keine mehr, aber Cleave-Off-Counter ist auch nochmal ein bisschen höher gegangen. Die beiden sind wieder voll und das Ding bewegt sich aus irgendeinem Grund noch, ist aber eigentlich tot. Ja, wir warten mal, bis die weiter wandern. Schauen mal, wo wir dann... Da unten ist jetzt einer. Schnappt euch doch einfach mal den dann als nächstes. Ja, unsere Sniper machen das eigentlich ganz gut. Machen wir noch die ganzen kleinen Viecher kaputt. Und hier drüben ist auch wieder einer, den könnt ihr euch schnappen. Es verwirrt mich so sehr, dass sich das Ding bewegt, ey. Ach, es ist auch schon wieder weg. Ja gut, dann geht erstmal zurück in euer Abteil. Hier oben ist er jetzt gespawnt. Ja, da könnt ihr eigentlich mal versuchen hinzukommen. Selbst wenn ihr ihn nicht kaputt kriegt, kriegt ihr ihn zumindest ein bisschen lower. Die Spezialisten. Wo ist es jetzt hin? Hier drüben, das... Ja. Verfolgt es einfach weiter. Ah, kriegt ihr es? Das wird zu knapp. Das wandert auch sehr. Jetzt ist es wieder hier unten. Geht erstmal zurück nach Hause und dann schauen wir mal, wo es als nächstes spawnt. Ich glaube nicht, dass ihr da hinkommt. Also ihr könnt versuchen, da hinzukommen, aber ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Obwohl, ihr seid ja sehr schnell. Ja, doch. Sehr schön, jetzt haben wir nur noch einen. Der ist gerade oben beim Control-Team. Wandert jetzt gleich aber auch weg.
Ist das hier unten gelandet? Ja, tatsächlich, das ist perfekt. Und schnappt euch das da doch mal. Obwohl ich nicht weiß, ob ihr da hinkommt, weil das ist auch ziemlich weit weg. Aber ihr könnt es zumindest schwächen. Und jetzt ist es... ganz hier oben. Ist da was? Ja, lauft einfach mal dahin, aber... ich glaube, wenn ihr zum Information-Team geht, habt ihr da eine bessere Ausgangsposition. Es sei denn, es kommt wieder unten links in die Ecke hin, aber... es ist wieder oben beim Control-Team. Aber da wart ihr ja sowieso gerade auf dem Weg hin. Jetzt habt ihr es, glaube ich, dann auch. Und damit haben wir es besiegt, tatsächlich. Und das Punishing oder das Big Bird hat tatsächlich noch einen Cleave-Up-Counter von 2. Das ist optimal. Sehr schön. Wir haben einen Dusk-Ordeal geklärt. Wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich noch ein bisschen leveln. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Das Punishing Bird ist schon wieder ausgebrochen. Und wir haben einen Meltdown bei 15 Abnormalities. Asuka kann sich hier Letizia schnappen. Isabel schnappt sich die Wespe oder die Biene. Fancy die Singing Machine. Und ja, wir verteilen die anderen, die benutzen wir sowieso, glaube ich, die ganze Zeit. So, und damit haben wir hier auch schon alle abgehandelt. Aber ich glaube, damit beende ich auch den Tag 21, sobald jetzt alle fertig sind. Weil ich glaube, gelevelt haben wir eigentlich genug. Wir sind jetzt schon bei Cleave of the Meltdown von 9. Nächstes Mal kommen 17 Abnormalities in Meltdown. Das ist schon ein bisschen heavy. Ich muss nur noch warten, bis das Punishing Bird wieder zurück in seinen Käfig geht. Damit ich keine Lob Points zusätzlich verliere, weil das wäre ja dumm. Ja, wobei wir können eigentlich auch noch ein paar Leute hier zu den Dings schicken. Wir können das ja zumindest noch voll machen. Beim Punishing Bird sollten wir jetzt auch genug Punkte haben. Bei der Wespe könnte man überlegen, noch einen Insight zu machen. Bringt uns aber, glaube ich, auch nicht so. Obwohl... wir müssen zu viele Punkte kriegen dafür. Das lohnt sich jetzt gerade nicht, da was zu riskieren. Ich meine, es ist nicht wirklich riskant, aber für mich noch riskant genug. Gut, und damit sagen wir dann Day 21, Workday complete. Proceed to next day. Wir können uns wieder an Tag 22 2 Abnormalities aussuchen. Und davon haben wir tatsächlich In the Name of Love and Justice. Here comes Magical Girl. Die hatten wir tatsächlich schon mal. Haben aber noch nicht alles darüber herausgefunden. Also holen wir die doch mal zu uns. Und dann haben wir noch, das ist wieder ein benutzbare Abnormality. Mirror of Adjustment gefällt mir nicht so. Das Flash Idol ist eigentlich wunderbar. Hatten wir das schon mal? Ja, das hatten wir schon mal. Wir waren ja bei Tag 29, glaube ich. Das war ja das, wo wir aufgehört haben. Ah, aber die Cutscene, die hatten wir nur nicht, weil das aufgrund der Quest ist. Oh, hello, sir. Sorry, I'm quite busy. I still haven't finished even half of what I've written down in my notebook. Hey, I heard extraction experiments are going to be conducted. When I looked over the list of participants, I couldn't find my name on it. I mean, there's probably a ton of reasons behind it. Maybe I'm just not good enough for the experiment yet. But may I join the experiment too? I've learned a lot here. I'm sure I can help you in some way. I'll be sure to not disappoint. Hello, manager. It's sad to have enough talent, isn't it? If someone doesn't look back towards you, what does that mean? That they don't acknowledge you? That they don't even care about what expression you may be making? That they feel no need to see what you're doing, as they've already come to a conclusion? Have you ever clawed and scraped at the floor, writhing in pain? It really does sound excruciating. But in reality, the moment I completely lost my fingernails, I felt nothing. You stare at the flesh where your fingernails used to be, and just before you lose consciousness, when you feel that, you aren't yourself anymore. You start to laugh frantically. Was mich da ein bisschen wundert, ist, die reden ja von Fingernails und Flash und sonst was, aber eigentlich sind das doch alles Roboter, oder das wurde uns zumindest gesagt, dass es Roboter sind. Aber wie sollen sie dann Flash haben? Es sei denn, diese Illusion wird den Robotern selber aufgezwungen. Was komisch wäre. Und dann führt das zu ganz anderen philosophischen Fragen, so nach dem Thema, was heißt es überhaupt, ein Mensch zu sein? Ist unsere Wahrnehmung da einhergehend so
drauf gestrickt, dass wir ein Mensch sind. Also wir können ja auch sonst was sein, vielleicht sind wir ja auch alles Roboter, aber wir nehmen uns nicht so wahr. Und dann ist die Frage, macht das überhaupt einen Unterschied, ob wir wirklich menschlich sind oder nicht? Naja, even though it's not funny at all. Das sind übrigens philosophische Fragen, auf die man keine definitive Antwort geben könnte. Das muss jeder für sich selber bestimmen. Das ist einfach Definitionssache. Wir können als Gemeinschaft da eine Definition für finden, was es heißt, Mensch zu sein. Oder jeder findet für sich selber eine Definition und das ist dann eine Antwort für sich selber. Aber eine absolute Antwort gibt es auf sowas nicht. And on the ground you catch a glimpse of someone's shadow and their feet as they look down on you. Guess whose feet those were. When the person who disliked looking back so much finally turned around, everything was over. Did you see the fragments of despair from there? Or were you staring at the bits of my fingernails scattered on the floor? That was the exact moment I knew true helplessness. Without you, I'd never have known the feeling. Thank you so much! Okay. Now, what about you, manager? Have you ever felt helpless to control anything? When unbearable things pour down from somewhere that isn't your body, and overwhelm you, it just feels so awful to be helpless, being out of control of yourself. Oh, weiß nicht. Also wenn mir sowas passiert, geht mein Kopf meistens in so einen Zustand des Selbstschutzes wahrscheinlich und ich finde einfach alles lustig und Chaos ist super und überhaupt. Also ja, weiß nicht, das Awful-Gefühl der Helplessness kenne ich nicht, weil das sich mein Körper, glaube ich, davor schützt. Come on, please tell me, so I can feel rewarded just a bit. Elijah was impatient and her impatience caused many common mistakes. She once went on a long, winding filibuster of why she needed to finish the experiment, but I don't remember the details. Whenever she was told that she wasn't ready yet, I could see the strong desire in her eyes. It was a craving, a bizarre obsession. If another person had been in my place, they may have turned around for the sound of her hasty footsteps. Cogito was something that she couldn't access at her level of authority. The only task she was ordered to do was record the changes that occurred in the test subjects. She was aware that at the moment Cogito was absolutely not ready for human use. When I finally realized what was going on, half her teeth had fallen out and... He's... killing me. Oh Gott, wir können nur... Ja, wir können sie nur ignorieren. Komm, nehmen wir mal das dritte. Manifestation of Cleaver due to Sephira breakdown. Suppression of Sephira's core required. Wait, what? Are you discovering the deep scars that are inflicted upon this place? Manager, there is something I hadn't informed you of when we spoke for the first time. The Sephiroth, of course, wholeheartedly want to meet you. They admire you and follow you. However, at the same time, they earnestly yearn for you to be swallowed up in resentment and curses. Please be careful with them. Well, you don't have to pay that fact much heed if you wish. What I mean to say is, if you are free to go back to your daily routine, it's no big deal for me to fill their roles if some of you, our Sephiroth, go mad. Though, if you do, then you will lose something important forever. The seed that can break the cycle. Lizard, do you really feel nothing about this? Try drinking some acephaline, man. Close your eyes and open them again. I'm glad to see that you are not as feeble-minded as the other Sephiroth. It is important to keep a clear mind in any situation. Gabriel, why are you scratching yourself so much? Seeing as if we are meeting again, you must have completed your task, manager. I'd give you a compliment if I did have so much work to do. The information team has a task they must do periodically. You must have realized
that there are some blanks in the abnormality records. Among the tremendous amount of information we gather, there are some that should remain off limits to the employees for security reasons. The names of the employees are one such thing. Any trace of them, what happened, their gruesome death, their desperate will to live, all of that has been stripped from the records on the false pretense of expunging information. There is no way for me to know what the criteria for stripping the records are. They are set by another department, not us. We only manipulate the information we receive per orders. Isn't it funny? We've degenerated into a department that destroys and manipulates information as ordered, yet somehow we are still called the information team. Whenever I introduce myself as a Sephira of the information team, I sometimes feel something bubbling up inside of me. Yes, did you receive the documents to expunge? You will get the list of employees soon as well. Please do not forget to review it after you have finished expunging the documents. Miss Angela, what do you think it means to remember someone's name? This is a work you regularly do. Why are you so emotional about it today? Maybe names were marks atypical beings gave each other to engrave each other upon their memories. Someone might have named you Angela following the same concept. Is it? If you happen to be too tired, please take a break. I knew you would say that. Referring to employees by name is not recommended here. When employees first enter the company, each one receives their own unique identification number. This is to allow the company to identify them using the minimum amount of personal information. We have their numbers in our data storage devices. Malkuth has never called the employees by their names ever since she started working here. Maybe she's the most ideal Sephira amongst all us Sephiroth. This is not to say that Malkuth deserves to take all the pain as well. None of us do. What kind of poor taste is that to lock us inside metal bodies and throw us into an endless loop of days that feel just the same as yesterday? I'm talking to you. What's with that oblivious expression? I heard you might be one of the architects responsible for our creation. The only thing I could do here is remember the names of a few forgotten employees and eternally despair, feeling nauseous from even a single breath of air. Have you had fun watching your guinea pigs run around in circles? See, I told you. I've been rotting from the inside for a long time. Gabriel was more rational than anyone else. He was unmoved even after hearing about what happened to Elijah. Some said he lacked empathy, but nobody realized that his emotions were festering on the inside. Maybe he began falling apart from long ago, ever since Carmen left this world. He slowly became expressionless. He wouldn't allow himself to have even a paltry joy. He also couldn't stand having even the smallest part of his body exposed. We made a monster that was not supposed to exist in this world. We went too far to ever turn back. To not let what Elijah did be in vain, instead of taking the time to grieve everyone knew they needed to utilize this result to the fullest. He tried to maintain a facade of level-headedness, but his attempts to remain rational slowly morphed into an obsession. He started to wear long-sleeves clothing that also covered his neck. Not much later, he started to scratch himself harshly. We suggested he receive a complete medical examination to see whether he was contaminated or had an infection, but he refused. Enforce the procedure. Wir bleiben beim dritten Punkt. Health checkups were needed to prevent further damage. Persuasion became coercion, and coercion led to the use of physical force. He was tied and bound for the checkup, but he resisted so desperately that it was hard for us to watch him. Eventually, it turned out that he wasn't infected at all. Was that really fortunate, though? No, it wasn't. The examination
did not resolve anything. He kept scratching himself so harshly, even worse than before. When I saw him last, he wasn't lucid or recognizant to any human speech, and his body was completely covered in scratches. No one has seen him since then. Manifestation of Cleaver due to Sephira breakdown. Suppression of Sephira's core required. Don't worry, man. Don't worry, Hot. That's a very common side effect when you first take Inkephalin, man. It's just like a light hallucination, dude. It'll disappear after 2 or 3 times, so don't worry about it too much. For me, it was an employee whose face had half melted, crawled over my feet and grabbed me by the shoulders, asking me why I let her die. It wasn't a hallucination or anything. And what? Are you trying to say that dead employees are suddenly coming back to life, dude? You know, like, unbelievable things happen here. So maybe it is possible for dead employees to come back as if nothing happened, right? I'm not in any state to say this, man, but you don't look too good. Why don't you skip today's meeting? You can't do that. We have abnormality response training today. They need me to run the drill properly. Really something, dude, huh? I don't think there's another Sephira right here who cares about their employees as much as you do. Right? Look, Tiffany, I was right. I'm a good person. I'm a good Sephira. Hello, everyone. Today we will... Are you still trying to play the good Sephira? We're focusing on abnormality response training. How many times do I have to tell you? You're only a sad piece of rusty scrap metal putting on the act of being a good person. Now, I want everyone to pay close attention here. The abnormality you will suppress today needs to be handled a bit differently than the others. If you hoped that living such a lie would ease your conscience, that's really selfish. Starting now, I will be explaining the method I devised. Please listen carefully. At least the other Sephiroth are humble enough to admit that they are not perfect. Quiet! Sorry, where were we? Excuse me, Miss Hart, I have a question. Yes, what is it? Do you think that this training will make any difference? I mean, against the long bird, it feels like whoever will die or live is all predetermined, and there's nothing we can do to change it. Well, it should yield a better result than just doing nothing. At the very least, we can prepare a preventative measure rather than just wait helplessly to... It's just all about luck. We'd better off and more comfortable to simply accept that we can die at any moment while working. Just know this. You won't reach that paradise no matter what you do. I'm doing all for you guys, even the counseling campaign. Now that you mention it, that compulsory counseling campaign is such a pain. We'd rather have a break time instead. Why is our apartment the only one that has to deal with these programs? It will keep repeating itself. Left with eternal sorrow and remorse in that metal mass. Well, All of you would be dead by now if I hadn't helped you. Why aren't you thanking me? Do you want me to get rid of you like Malkut does before you even make the littlest complaint? Do you say that I'm the bad one here? Are you finally admitting to your awful nature? Tiffany, why are you doing this to me? I'm the Tiffany? Look at me. Can't you even distinguish your own voice anymore? Oh God, sie ist schizophren. Yes, you are still having that sweet nightmare. When I read the article detailing Michelle's suicide, it was just as our experiment was starting to show some progress. Michelle was the youngest among us. She was a timid and innocent employee. It made her an easy target. Maybe it was her fate to be used as a pawn of the wings that were alert to us, or of the heat that would watch over us constantly. You likely didn't know things
You likely didn't know things would go the way they did. You'd never have thought that a pony kid like you would bring about our demise. You'd never have believed that the situation would end up so much worse than your intentions. You probably tried to comfort yourself in the end, telling yourself that you did the best you could, that in this world, in that moment, there wasn't any other option for you. But Carmen was the person who was trying to change this world. The world you resigned yourself to. If we meet again in hell, will I finally be able to forgive you? Crumple up the newspaper. Manifestation of Cleaver due to Sephiroth breakdown. Suppression of Sephiroth's core required. Okay. Und jetzt können wir ab in Central Command Team. Mit einem wunderschönen Alarm. Was geht hier ab? The button to initiate the suppression of a Sephiroth core will not appear unless all of the Sephiroth's mission and dialogue are completed. Conditions not met will be shown upon a grayed out department button. If the conditions are not satisfied, all conditions shown below need to be satisfied before the suppression can begin. When all conditions for a Sephiroth core suppression are met, the button on the top left of the department will become active. If you click on the Sephiroth core suppression department button, all employees assigned to that department will be removed and placed into standby. The conditions and handicaps of the suppression will be shown. The begin management button will be replaced with a begin core suppression button. Click to start the suppression. Holy moly. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir tatsächlich nur zwei Guidelines drüber herausgefunden. Das müssen wir uns nächstes Mal nochmal drüber angucken. Wir haben drei Core Suppressions freigeschaltet anscheinend. Ja, gut, aber damit beschäftigen wir uns wohl nächste Mal. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir die Employees jetzt aufteilen, aber das schauen wir, glaube ich, auch nächste Mal. Hier machen wir erstmal wieder Pause. Viel Neues, was jetzt auf uns zukommt, nur weil wir einmal das besiegt haben. Tja. Mit der ganzen Lore war das jetzt aber auch eine ganz schön lange Folge am Ende. Naja, aber sei es drum, ist ja auch schön. Wir haben ja ein bisschen was über die Story jetzt herausgefunden. Das ist ja auch unser Ziel. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomy Corporation. Bis dahin. Bye, bye.